Wir sind heute wieder am Badischen Bahnhof, da wo das Herz vom Theater schlägt. Helmut, du hast ein spezielles Datum heute. Es ist ein Anfang von einer Saison, aber es ist zugleich ein Anfang von einer ganz speziellen Saison. Du uns das bitte erklären. Es ist, also, meine ist, glaube ich, ein bisschen verrechnet. Ich meine, immer gemeint, es ist die 20. Aber es ist schon die 21. Und zwar hat uns ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich schon 21 Jahre da sind. Und er ist völlig recht. Aber es ist schon ganz klar, weil wenn du für ein halbes Jahr provisorisch der wunderbare Saal als Theater darfst einrichten und nach 20 Jahren immer noch provisorisch da bist, dann geht natürlich alles durcheinander. Aber es stimmt schon, es ist im Prinzip die 20. Saison, wo wir voll da als Förnbacher Theater drin sind. Ja. Die 20. Saison, das 21. Jahr in einem Provisorium, das finde ich sehr speziell und das unterstützt das der spezielle Geist, der hier im Theater herrscht, ganz besonders. Aber wie gehst du oder wie geht dir mit der Unsicherheit um, die ja sich da ein bisschen versteckt dahinter? Also ich habe mich natürlich langsam daran gewöhnt. Und das ist am Anfang ist sehr schwierig gewesen. Jetzt plane ich natürlich immer schon in der Hoffnung, dass es könnte weitergehen, plane ich voraus, weil sonst geht es ja nicht. Und wenn ich dann in den sauren Äpfel muss bissen und aufhören, und das wird ja passieren, ich meine, sobald sie das Gleis da oben bauen, dann habe ich ein Gleis praktisch im Theater und dann kannst du natürlich mit den Gitterzügen nicht mehr konkurrieren mit Theater, das geht dann nicht mehr. Und dann müssen wir es aufhören, aber ich muss sagen, dann haben wir natürlich 20 ganz tolle Jahre können haben und das ist ja auch schön. Und gleich reden wir jetzt nicht vom Aufhören, sondern wir reden vom Anfang. Eine neue Saison fährt da, neue Impulse ist da. Was spielt ihr in der nächsten Saison? Also wir fangen an mit einem wunderbaren Klassiker. Kriegen immer alle Angst, wenn sie Klassiker hören und den erst noch Schiller. Aber der ist so etwas von hochaktuell. Maria Stuart. Das geht um Intrigen, um Macht, um Spielerei. Also was Politik heute macht, und du siehst einfach, wir haben es nicht geändert. Es ist alles noch genau, du könntest nach dem gleichen Rezept könntest das machen. Aber da kannst du auch weiter zurückgehen. Du kannst weiter zurückgehen. Shakespeare, das haben wir auch. Julius Caesar. Das sind Reden, die dort gehalten werden. Da wird heute noch jeder Politiker alle überzeugen, dass man das so machen muss. Es ist ein grossartiges Stück und es ist natürlich ein toller Spruch. Die Schwierigkeit, wenn du so willst, ist für die Schauspieler, dass sie den Spruch, ohne dass wir den Schiller ändern, wir ändern nicht, wir lehnen. Also einen natürlich kürzt, ist ja klar, weil wir können nicht 4 Stunden spielen. Aber dass du mit deinem Text, mit deinem wunderbaren Spruch so umgehst, dass man als Zuschauer vergisst, dass das ein alter Spruch ist. Dass man nach ganz kurzer Zeit denkt, dass man so redet. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, natürlich für alle, auch für die Schauspieler. Das ist herrlich zum Spielen. Was spielt ihr neben Klassikern? Das nächste, was wir spielen, ist nochmal ein deutscher Autor. Ein Autor, den man völlig vergessen hat bei uns, völlig zu Unrecht, Karl Sternheim. Er hat zum Unterschied vom Schiller. Er hat zwar auch mit Tragödien angefangen, der Sternheim, aber die sind ihm gar nicht gelungen. Und dann hat er angefangen, bitterböse Komödie über das bürgerliche Leben zu machen. Das heisst auch, eine Serie, das sind 3 Stück, die er geschrieben hat, aus dem bürgerlichen Heldenleben. Das meint er natürlich ironisch. Und da ist eins von seinen Erfolgsstücken, ist Die Hose. Und das Stück ist auch heute noch genauso bösartig, als er es geschrieben hat. Er auch in einer ganz, ganz besonderen Art versprechen. Er hat eine ganz besondere, bösartige fast Art, Sätze wie mit dem Telegrammstil zu vermitteln. Und seine Hintergrundkritik an uns, gerade jetzt, wo wir alle so gut Bürger sind, das ist einfach großartig. Also nicht mehr Wunder, wie Zuschauer darauf reagieren. Apropos Zuschauer, wenn du die Stücke beschreibst und auch die Stücke, die ich hier gesehen und gesehen habe, sind immer sehr speziell. Es braucht ein Publikum dafür, es braucht ein Publikum, das angesprochen wird.
Es braucht genügend Publikum. Es lässt die Frage offen, wie finanzierst du? Finanzierst du von Saison zu Saison oder kannst du dich genügend verlassen auf deine Zuschauerinnen und Zuschauer? Du musst das Wort Finanzierung musst du bei so einem Theater gerade vergessen. Das kann man nicht finanzieren, das geht nicht. Das ist keine Möglichkeit. Das könnte man nicht, wenn es ausverkauft wäre. Das ist unmöglich, weil du kannst mit den Eintrittseinnahmen, also mit den Billen, kannst du ein Theater nicht finanzieren. Und da wir ja keine offizielle staatliche Unterstützung haben, wir kriegen zum Glück ein bisschen Gelder, wie alle anderen freien Gruppen, vom Lotteriefonds, wenn wir Glück haben, von Stiftungen, aber dass wir alle siegen, wie alle anderen auch, und wissen nie, ob es klappt. Gut tut es nur, weil ich über die vielen, vielen Jahre für das ZDF und ARD, also für die große deutsche Fernsehanstalten, die große Movie gedreht habe, als Regisseur, teilweise als Co-Produzent, auch als Darsteller, aber auch als Drehbuchautor. Und ich habe so einen Haufen Film gedreht, wie wahrscheinlich sonst wenig Menschen. Das heisst, ich bin einfach sehr fleissig und mache das schon sehr lange. Aber damit finanziere ich jetzt das Theater. Also ich gebe ein bisschen etwas zurück von dem, was ich gekriegt habe und hoffe, dass das auch die Menschen spüren, dass wir etwas für sie tun. Aber Finanzplan, das kannst du gerade vergessen. Das ist unmöglich. Umso erstaunlicher, umso schöner ist, dass es euch hier gibt. Und wir wünschen euch ein riesen Toi, Toi, Toi in die kommende Saison. Das ist unglaublich lieb. Dankeschön. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr alle kommt.